Moin Moin! Ja, heute sind wir mal wieder in Dänemark unterwegs. Und zwar will ich euch eine kleine Tour mit dem Fahrrad vorstellen. Tja, und wo geht es hin? Ziel ist die Insel Sejerö. In diesem Jahr habe ich mir für die Tour gutes Wetter ausgesucht. Denn im letzten Jahr bin ich in wirklich starke Schauer hineingeraten. Und da es auf der Tour kaum eine Unterstellmöglichkeit gibt, ist man dem Regen schutzlos ausgeliefert. Das sollte mir dieses Jahr nicht noch einmal passieren. Und nun die Frage, wo finden wir denn diese kleine Insel? Die Fahrt geht erst einmal nach Sjælland, Dänemarks größter Insel. Und Sejerö finden wir westlich von Sjælland im Kattegat gelegen. Verwaltungsmäßig gehört die Insel zur Kommune Kalundborg. Und ganz in der Nähe des kleinen Städtchens Haunsö befindet sich mein Standort, nämlich auf dem schönen Campingplatz St. Doppene. Ja, und in Haunsö startet auch unsere Fähre nach Sejerö. Hier eine kleine Karte vom Fähranleger in Haunsö. Und man sieht, es stehen auch einige Parkplätze zur Verfügung. Und das Tolle an der Geschichte ist, diese Parkplätze sind kostenlos. So war es zumindest noch im August 2021. Ja, wie gesagt, los geht es am Fähranleger in Haunsö. Rechtzeitig bin ich auf dem Parkplatz und beobachte das Anlegen der kleinen Nexelö-Fähre. Auch diese Insel habe ich besucht und dort eine herrliche Wanderung unternehmen können. Den Film hierüber findet ihr ebenfalls auf meinem Kanal. Und ein paar Minuten später trifft dann auch meine Fähre im Hafen von Haunsö ein. Tickets kann man vorab online bestellen. Die Adresse blende ich gerne ein. In diesem Jahr hatte ich ebenfalls das Glück, dass im August und September alle kleinen Inselfähren komplett kostenlos waren. Ein Geschenk des Staates Dänemark an seine Bürger und die Touristen als Ausgleich für die Corona-bedingten Einschränkungen. Ansonsten oder normalerweise kostet die Passage hin und zurück ca. 18 Euro für eine Person plus Fahrrad. Nun sind wir schon auf der Fähre und werfen einen Blick über den Fischerei- und Yachthafen Haunsö. Während wir die Hafenausfahrt passieren, hier noch ein kleiner Tipp zur Verpflegungs- und Versorgungslage auf Sejerö. Auf der Insel findet man im Hauptort Sejapi einen kleinen Deli Brusen. Aber auch schon vor Antritt der Fahrt kann man sich in Haunsö mit Proviant eindecken. Denn nur 2 Gehminuten vom Fähranleger entfernt findet man auch hier einen Deli Brusen. Im Hintergrund sehen wir schon die kleine Insel Nexelö, die wir gleich passieren werden. Nexelö erreicht man ebenfalls von Haunsö aus und diese Überfahrt dauert ca. 25 Minuten. Wir nähern uns nun nach knapp einer Stunde Fahrt dem Hafen Sejerö und verlassen dann dort die Fähre.
Ich hatte mich für die 10 Uhr Fähre ab Hounsfield entschieden. 8 Uhr war mir zu früh. Und die Rückfahrt trat ich dann um 17 Uhr an und hatte somit 6 Stunden Zeit auf Saillieu für meine kleine Radtour. Die Fähre nimmt nun wieder Kurs auf Hounsfield. Es gibt mehrere Fahrten am Tag auf die Insel. Die Fährzeiten ändern sich jedoch je nach Jahreszeit und Wochentagen. Also vorher immer in den Fahrplan hineinschauen. Bevor wir uns nun auf das Rad schwingen, zuvor ein kurzer Blick auf die Karte. Saillieu ist gut 11 Kilometer lang und circa 2 Kilometer breit. Der Hafen und der Hauptort Saillieu liegen ungefähr in der Mitte der Insel. Und so muss man sich entscheiden, ob die Tour gen Norden oder gen Süden gehen soll. Die meisten Tagestouristen entscheiden sich für die Nordroute. Ziel ist nämlich der schön gelegene Leuchtturm Saillieu an der Nordspitze der Insel. Und auch ich will auf den Gnieben zum Leuchtturm fahren. Hier noch ein kleiner Blick auf den Hafen. Aber den lassen wir erst einmal sprichwörtlich links liegen und machen uns nun auf den Weg. Auf der Rücktour werden wir noch genügend Zeit haben, hier ein wenig herumzuschlendern und ein schönes dänisches Eis in dem kleinen Café genießen zu können. Und los geht es. Eine kleine Steigung begrüßt uns. Und die bringt uns nach 800 Metern in die Ortschaft. An diesem schön gelegenen Dorfanger sollte man doch einmal kurz anhalten und den Anblick genießen. Für eine größere Pause ist es ja noch zu früh angesichts der kurzen Strecke, die wir erst gefahren sind. Wer Lust und Interesse hat, die um das Jahr 1300 erbaute Kirche der Insel anzuschauen, der biege an der nächsten Kreuzung rechts ab. Es sind nur ein paar Meter bis zur Kirche. Ich biege jedoch nach links ab auf die Hauptstraße Richtung Leuchtturm. Ja, und jetzt haben wir den einzigen Supermarkt auf Saillieu erreicht. Wer also noch etwas zu essen und zu trinken ordern möchte, der sollte hier bei Brusen einmal anhalten. Weiter geht es nun durch das Dorf Seabi und in ein paar Minuten werden wir uns dann auf freier Flur befinden. Noch kurz eingeworfen. Gemäß Wikipedia lebten Stand 1.1.2021 genau 342 Einwohner auf der Insel.
Das ist wahrlich nicht viel. In der Saison jedoch halten sich deutlich mehr Menschen auf Saint-Brieuc auf, denn man findet hier eine recht große Anzahl an Ferienhäusern. Wer sich also für einen Urlaub auf Saint-Brieuc entscheidet, der wird einen sehr entschleunigten Urlaub erleben können. Die Highlights der Insel sind in erster Linie die Natur und die Ruhe, die man hier genießen kann. Ausflüge nach Sienland sind wie gesagt immer mit einer einstündigen Passage per Fähre und je Fahrt verbunden. Diese Zeit muss man also einkalkulieren. Nun erreichen wir auch schon die Minigolfanlage am Westerweg. Zur Anlage gehört auch ein Café und hier sind Sandwiches, Eis, Kaffee und Kuchen im Angebot. So, und nun machen wir ein wenig Strecke. Wir fahren zwar auf einer öffentlichen Straße, denn dies ist kein Radweg, aber zumindest Ende August hält sich der Autoverkehr in Grenzen, sodass die Straße wie ein schöner Radweg anmutet. Das mag in der Hochsaison vielleicht anders sein. Nach kurzer Zeit führt uns die Straße bis an den Strand und hier soll es dann eine kleine Pause geben. Das Gelände ist hier ideal, um sich die Insel einmal aus der Luft anzuschauen. Und so wird die Mavic Mini gestartet und ab geht es übers Wasser. Ja, und hier schauen wir bis zur Nordspitze der Insel, dem sogenannten Gnieben. Und dort liegt wie gesagt auch unser Ziel, nämlich der Leuchtturm Saint-Brieuc. Nun ein Blick in die andere Richtung, nämlich nach Süden. Der kleine Hafen der Insel ist deutlich zu erkennen. Weiter geht es Richtung Leuchtturm. Es sind nur noch 3 Kilometer. Und wir fahren jetzt, wie eben von oben gesehen, auf der Straße direkt am Strand entlang. Die Strecke ist flach und es weht kaum ein Lüftchen. Also sehr angenehmes Fahren, insbesondere wenn man mit einem konventionellen Rad unterwegs ist. Und während wir hier so zügig dahin fahren und die Fahrt genießen, noch Folgendes zur Insel Saint-Brieuc. Während der Tour sind mir die vielen freilaufenden Hühner aufgefallen. Und mit freilaufend meine ich zum Beispiel auf der Straße, auf den Feldern oder im Wald. Mit anderen Worten, sie sind nicht eingehegt, sondern laufen einfach so frei herum.
Auf einem Flyer des Amtes Westjylland konnte ich nachlesen, dass die Insel raubtierfrei ist. So gibt es hier zum Beispiel keinen einzigen Fuchs, der dem Federvieh gefährlich werden könnte. Man sieht, das Leben auf einer Insel hat durchaus seine Vorteile. In diesem Fall für das Federvieh. Hier überhole ich gerade zwei Wanderer. Die beiden waren auch auf meiner Fähre und wandern die 6,5 Kilometer zum Leuchtturm und wieder zurück. So, wir haben Sayre-Fur erreicht. Nun schnell das Rad abstellen und den kleinen Hügel zum Leuchtturm erklimmen. Vorher jedoch noch einige Infos zu diesem Leuchtturm. Der Leuchtturm konnte 1852 in Betrieb genommen werden, nachdem der Handel und Reedereien mit Nachdruck den Bau des Seezeichens gefordert hatten. Der Blick auf die Karte zeigt, dass die Tragweite des Leuchtturms Rösnes in der Nähe von Kalundborg mit 20 Seemeilen nicht ausreicht, um die sichere Einfahrt in den Samsöbelt zu gewährleisten. Und so entschied man, hier an der Nordwestspitze der Insel einen weiteren Leuchtturm zu betreiben. Der Turm ist 19 Meter hoch, die Feuerhöhe beträgt 31 Meter und sein Licht ist bis zu 17 Seemeilen zu erkennen. Nun steigen wir noch einmal auf und begeben uns auf Turmhöhe. Also Start der kleinen Mavic, die mich doch tatsächlich beim Startvorgang beobachtet. Hier noch einmal ein schöner Schwenk über den Gnieben. Dann geht es noch einmal hoch bis an die Kuppel des Leuchtturms. Bis zur Abfahrt der Fähre um 17 Uhr ist noch viel Zeit und so kann ich mich am Leuchtturm niederlassen und die Aussicht auf den Belt genießen. In circa 10 Kilometer Entfernung verläuft die Hauptschifffahrtsroute von Kiel nach Göteborg und Oslo.
Bei guter Sicht kann man die vorbeiziehenden Frachter und Fähren sehr gut erkennen. Auch die Katamarane von Sjællands Oll nach Aarhus sind gut zu beobachten. Und wer vorgesorgt hat, sprich Proviant im Rucksack hat, der kann hier bei herrlicher Aussicht auf das Kattegat ein schickes Picknick genießen. Aber irgendwann wird es dann doch leider Zeit und die Rückfahrt ist angesagt. Also los geht es in gutem Tempo zurück zum Hafen. Hier passieren wir wieder den kleinen Strand und tatsächlich genießen doch ein paar Leute noch die Nachmittagssonne. Nun sind wir schon wieder an dem Minigolfplatz. Ja, und werden dann gleich Segerby erreichen. Den Deli Brusen kennen wir auch schon von der Hinfahrt. Und hier biegen wir rechts ab und werfen noch einen Blick auf den Dorfanger. Die letzten Meter, noch eine Kurve und dann erreichen wir das Hafengelände. Ja, und nun haben wir das kleine Café am Hafen erreicht. Und da noch ausreichend Zeit bis zur Abfahrt der Fähre ist, kommt nun der krönende Abschluss dieser schönen Tagestour auf Seierjö. Na, das sieht doch gar nicht so schlecht aus, oder? Nun heißt es Adieu, Seierö, und wir verlassen den Hafen und nehmen Kurs auf Haunsö.
Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.